Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder in Wollheim und ich habe ein bisschen umgebaut hier in der Zwischenzeit, habe hier das Bett umgestellt und die Truhe hier anders hingestellt, damit man besser dran kommt. Und ja, jetzt ist die Frage, was wir als nächstes tun, ne? Wir hatten ja hier zwei Kupfervorkommen gehabt, aber das Problem, was wir hier haben mit dem Kupfer, ist, dass wir da definitiv nicht durchs Portal kommen und meine Idee war jetzt erstmal zu gucken, entweder ein Karren, aber Karren ist schlecht und die andere Idee war dann halt, lass uns gucken, dass wir vielleicht Handwerkstation hat nicht genug Schutz. Was soll das denn jetzt? Ist hier was kaputt gegangen? Muss ich was reparieren? Ja, das verstehe ich jetzt nicht, ne? Werkbank, alles benötigt keine Reparatur. Ja, das ist schade, ne? Dann werden wir das anders machen müssen, ne? Einmal kaputt machen. Und dann vielleicht wieder neu bauen, ne? Ja, Herstellung. Schmiede nicht, sondern Handwerksbank. So. Das war verkehrt. Jetzt geht sie wieder. Sehr interessant. Gerade ein paar Sachen reparieren, die wir hier noch haben. Ja, und dann müssen wir weiterschauen. Ach so, was ich machen wollte, das war, ich wollte eigentlich schon zusehen, dass wir ein Boot kriegen. Doch, das war richtig. Und dann mal schauen, was können wir. Möbel. Nee, Möbel war es nicht. Herstellung war es auch nicht. Verschiedenes war es. Hier ist das Boot. Was brauchen wir denn da? Holz, Lederreste und Harz. Ah, die Lederreste sind wahrscheinlich hier das Problem, dass wir die hier nicht haben, ne? Die sind bestimmt nicht in der Truhe. Nee, das heißt, wir müssen einmal durchs Tor und müssen uns Lederreste besorgen. Schauen wir, was wir Leder kriegen, ne? Ihr geht auf den Großbildschirm. So, Lederreste. Müsste drinnen sein. War das hier in der Truhe? Ich glaube schon, ne? Oder ja. Wir wollen 6 Stück brauchte man, ne? Gut. Brauchen wir noch was? Ah, hier ist was fertig. Zinnbarren kommt da rein, aber naja, das. Achso, da ist auch noch ein Bronzebarren. Ja, und dann wollen wir mal gucken. Ja, durchs Tor und zurück. Fermentera. So, dann muss ich erst noch was brutzeln. Habe ich das schon gemacht letztes Mal? Naja, nee, habe ich wahrscheinlich nicht gemacht hier, oder? Brauchen wir auch gerade erstmal nicht. Wir wollen gucken, dass wir da hinkommen. Auf zum Wasser und ein Boot gebaut. Könnte was zu essen vertragen. Haben wir. Jetzt das Boot bauen. Ja, Holz und Harz fehlt uns jetzt noch, ne? Das sollten wir dann mal aus der Kiste haben, ne? So, jetzt probieren wir es nochmal. So, Klamotten weglegen. Harz hier wieder rein, Holz hier wieder rein. Wir haben noch da was über. Ach, das hätte ich natürlich auch essen können, ne? Naja, erstmal nicht. Jetzt gucken wir mal zu, wie wir mit dem Schiff klarkommen. So, jetzt ist das mit dem Benutzen nur noch, ne? So, ja. Wie kann ich es benutzen? Ruder benutzen.
Vielleicht müsste ich erst das Segel setzen. Ah, das macht er automatisch, wenn ich fahren will. Ja, jetzt komme ich hier nicht weg, oder wie ist das? Ja, der Wind ist gegen mich, also kann ich auch nicht rausfahren. Das ist schon mal gut, ne? Tja. Es geht weder so rum noch so rum. So einmal und dann zweimal ist die Geschwindigkeit, okay. Ja, hier komme ich jetzt gerade nicht aus dem Hafen raus. Das heißt, wir können hier mal runtergehen. Hat ja wieder gut geklappt, ne? Hätten wir das Schiff mal hier gemacht, dann wäre es vielleicht mit dem Fahren gewesen, ne? Ärgerlich. Hat sich der Wind gedreht mittlerweile? Ah ja, er hat sich gedreht, der Wind. Ich glaube, hier ist das Wasser nicht tief genug, ne? Das ist unser Problem. Lass nochmal Ruder benutzen, wir müssen das Segel reinholen, sonst fährt uns das Schiff nachher noch weg, ne? Kann ich das Floß jetzt nicht kaputt hauen? Das ist aber doof, wenn ich das jetzt nicht kaputt machen kann. Wie soll ich denn hier wegkommen? Okay, wir können noch was probieren. Dann machen wir mal hier langsam. Runter da und dann gehen wir hier hin. Und versuchen mal gerade hier die Erde wegzubuddeln. Da haben wir ja dann eine Chance, dass die Kiste auch fährt. Zur nächsten Baustelle, ne? Oder was? So, versuchen wir mal zu segeln. Jetzt mal rum. Hier ist jetzt Flaute. Dreht sich das Schiff trotzdem weiter. Jetzt geht das Segel rum. Weiß nicht, ob es irgendwie klappt oder nicht klappt, aber zurzeit sieht es echt schlecht aus. Also, so klappt es vielleicht eher wie andersrum, oder? Jetzt springen mir, glaube ich, schon die Fische aufs Boot. Ich habe den Ozean entdeckt. Und die sind da jetzt nicht Riesenkraken oder irgendwie sowas unterwegs und dann bin ich gleich kaputt. Was sagt denn die Karte? Naja, wir sind weit draußen. Kriegen Energie wieder. Ist das die Küste, die wir da schon in der Ferne sehen? Könnte sein, ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob wir schneller mit dem Schiff sind oder schneller zu Fuß sind. Wahrscheinlich sind wir schneller zu Fuß. Ich weiß auch nicht, wie man anlegt oder ablegt. Ja, schauen wir mal. Vielleicht lenke ich mal so
zur Seite, dann könnte ich vielleicht besser da anlegen, oder? Vielleicht komme ich beim nächsten Mal dann besser weg, wenn ich so angedreht bin. Jetzt hier absteige, ne? Bleibt das dann hier? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Wir werden es dann sehen. Ich laufe mal zurück. Warum ich hier lang laufe, weiß ich noch nicht. Aber ich fahre dann zurück und dann werde ich mit dem Schiff versuchen, auch wieder dahin hinzufahren. Und dann gucken wir mal weiter, oder? Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf dem anderen Kanal, auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.